Herzlich willkommen zu dieser Andacht zum Jahreswechsel hier in der Christuskirche. Auch wenn wir nicht zum Gottesdienst zusammenkommen können, wollen wir doch gemeinsam innehalten und vor Gott bedenken, was wir in diesem Jahr erfahren und erlebt haben. Und wir wollen Gott um seinen Beistand und um seinen Segen bitten für das kommende Jahr, das sicherlich ganz anders beginnt, als wir uns das vor einiger Zeit noch hätten vorstellen können. Ich möchte beten. Herr, unser Gott, am Ende dieses Jahres kommen wir zu dir. Wir suchen deine Nähe. Vieles ist anders als sonst in diesen Tagen. Wir können nicht gemeinsam in dieser Kirche Gottesdienst feiern. Aber wir sind in deinem Namen miteinander verbunden. So sprich du zu uns. Gib du uns Halt und Hoffnung für die Zeit, die vor uns liegt. Amen. Schenk uns Zeit, Zeit aus deiner Ewigkeit. Schenk uns Zeit, Zeit aus deiner Ewigkeit. Zeit zum Nehmen, Zeit zum Geben, Zeit zum Miteinander lieben. Schenk uns Zeit, Zeit aus deiner Ewigkeit. Zeit zum Trinken, Zeit zum Essen, Zeit um keinen zu vergessen. Schenk uns Zeit, Zeit aus deiner Ewigkeit. Zeit zum Beten, Zeit zum Klagen, Zeit dir Gott auch Dank zu sagen. Schenk uns Zeit, Zeit aus deiner Ewigkeit. Schenk uns Zeit, Zeit aus deiner Ewigkeit. Liebe Gemeinde, heute ist der letzte Tag eines Jahres, das durch die Corona-Pandemie in vielerlei Hinsicht so anders verlaufen ist, als wir uns das am Anfang je hätten vorstellen können. Es war so, als hätte ein kleines Virus nach und nach immer mehr Einfluss auf unser öffentliches und privates Leben genommen. Wir mussten immer wieder mit Einschränkungen leben und die Hoffnung, wir hätten im Sommer das Virus endgültig zurückgedrängt, hat sich nicht erfüllt. Viele haben noch lange an den Folgen der Pandemie zu leiden, seelisch und körperlich und auch wirtschaftlich. Und für das neue Jahr wünschen wir uns alle, denke ich, dass der Impfstoff, der nun nach und nach verabreicht werden soll, helfen kann, wieder zur Normalität zurückzufinden. Was wird in einigen Jahren von diesem Jahr in Erinnerung bleiben? Wie wird sich dieses Jahr in die Reihe der Jahre einreihen, die wir erleben konnten? Bei einem Spaziergang im Stadtpark hier in Lüdenscheid sah ich die große Zahl der wegen der Borkenkäferplage gefällten Bäume. Und bei vielen Bäumen konnte man auf die Schnittfläche der Stämme sehen mit den Jahresringen, die dort sichtbar waren. Ich habe heute mal ein Bild mit solchen Jahresringen mitgebracht. Jeder Baum hat da sein eigenes charakteristisches Muster an Ringen, die alle um einen Mittelpunkt angeordnet sind. Da, wo der Baum begonnen hat zu wachsen, ist die Mitte und dann ordnen sich Jahr für Jahr neue Ringe darum herum an. Also steht jeder Ring für ein Jahr, in dem der Baum älter wurde. Wenn man die Ringe zählt, kann man herausfinden, wie alt der Baum war, als er gefällt wurde. Diese Jahresringe stehen aber nicht nur für das Alter eines Baumes, sie verraten auch etwas über seine Geschichte. Mit den Ringen kann man sozusagen nachvollziehen, ob der Baum ein gutes Jahr mit guten Voraussetzungen für das Wachsen gehabt hat oder ob er eher ein mageres Jahr erlebt hat, in dem er es schwer hatte, zu wachsen und größer zu werden. So führt jeder Baum sozusagen ein Tagebuch über sein Leben. Wenn der Stamm wächst,
entstehen neue Jahresringe, im Frühjahr ein heller und im Herbst ein dunkler Ring. Breite Ringe zeigen zum Beispiel ein kräftiges Wachstum an in guten Jahren mit viel Licht und Feuchtigkeit. Und schmalere Ringe verweisen auf ein schlechtes Jahr mit trockenem oder kaltem Wetter oder auch mit Schädlingsbefall. Der Baum kann das Jahr nicht durchleben, ohne dass es ihm Spuren in Form der Jahresringe hinterlässt. Und diese Erfahrungen des Baumes werden zu seiner inneren Substanz sozusagen. Sie gehören unwiderruflich zu ihm und zu seinem Leben. Beim Blick auf die Baumstämme mit ihren charakteristischen Mustern dachte ich, es gibt da doch viele Gemeinsamkeiten zwischen den Jahresringen eines solchen Baumes und unserem Leben. Denn die Jahre, die ich durchlebe, hinterlassen auch sichtbare Spuren, vielleicht sogar in meinem Gesicht und unsichtbare Spuren in meiner Seele. Und was ich erlebt habe im Laufe der Jahre, das wird auch in meiner Seele zu meiner inneren Substanz, wenn man so will. Die unterschiedlichen Phasen meines Lebens von der Kindheit bis ins Alter, sie hinterlassen ihre eigenen Abdrücke und Spuren in meinem Leben. Was ich in guten und in schweren Zeiten erlebt habe, das prägt mich und gehört unwiderruflich zu meinem Leben dazu. Es ist sozusagen eingelagert in meine Jahresringe. Und dazu gehören auch die Erfahrungen, die wir im Glauben gemacht haben. Denn auch die Erfahrungen im Glauben prägen und bestimmen unser Leben. Wir sehen die Momente, in denen wir uns von Gott getragen wussten. Wir sehen Zeiten, in denen wir Gott ganz nah waren. Wir können aber auch Zeiten sehen, in denen wir uns vielleicht von Gott eher verlassen fühlten und in denen wir auf Fragen keine Antworten bekommen haben. Und vielleicht sehen wir auch Einschnitte, Einkerbungen von Ereignissen und wir sagen dann, das war ein Einschnitt in meinem Leben. Und bei manchen Einschnitten hat uns bis heute vielleicht die Frage nach dem Warum nicht losgelassen. Prägende Erfahrungen in unserem Leben, prägende Erfahrungen im Glauben, die sich sozusagen in den Jahresringen unseres Lebens niedergeschlagen haben. Und die Frage heute am letzten Tag dieses Jahres wäre ja dann, wie würde Ihr Jahresring für dieses Jahr wohl aussehen? Wäre es eher ein schmaler Ring, weil Sie das Gefühl hatten, dass Sie sich in diesem Jahr überhaupt nicht entfalten konnten? Oder weil Sie das zurückliegende Jahr eher wie eine einzige Durststrecke in Erinnerung haben? Oder gab es trotz aller Einschränkungen auch schöne Zeiten, bereichernde Momente, beglückende Erfahrungen, sodass Sie sagen würden, es war zwar vieles anders als gedacht, aber ich habe auch viele Dinge wieder neu für mich entdecken können. Vielleicht haben wir auch vieles, was uns früher selbstverständlich und normal erschien, wieder neu schätzen gelernt, wie zum Beispiel das Zusammensein und Feiern mit Menschen, die uns wichtig sind. Dann wäre es vielleicht eher ein durchschnittlicher Ring. Oder gab es vielleicht gerade für Sie in diesem Jahr Einschnitte, die Einkerbungen in Ihren Jahresringen hinterlassen haben, so wie wir eben auf diesem Bild auch manche Einkerbungen finden können? Beim Übergang eines Jahres in das nächste blickt man sicherlich zurück auf das, was im letzten Jahr gewesen ist. Aber man blickt natürlich auch nach vorn und fragt sich, was wird mir das neue Jahr bringen? Wird sich vieles wieder zum Positiven verändern? Wird wieder mehr Normalität einkehren? Werden die Einschränkungen nach und nach abgebaut werden können oder beginnt das neue Jahr erst wieder mit einem längeren Lockdown in die ersten Wochen des neuen Jahres hinein? Viele sehen ja gerade in diesen Tagen eher mit Besorgnis und vielen Fragen auf die Zeit, die vor uns liegt. Und da stellt sich ja die Frage, worauf kann ich eigentlich bauen, wenn sich so vieles ändert? Wer kann mir Halt und festen Boden unter die Füße geben? Wer kann mir helfen, trotz der Ängste und Fragen hoffnungsvoll nach vorn zu schauen? Ich finde, dazu kann uns eine wichtige Beobachtung helfen, die man bei den Jahresringen eines Baumes auch noch machen kann. Das hat mit den
dunkleren Ringen zu tun, die wir in so einer Baumscheibe finden. Die dunkleren Ringe entstehen beim Baum erst im späteren Verlauf des Jahres. Das äußere Wachstum geht zurück, aber das innere Wachstum mit den engeren Zellen ist entscheidend wichtig für die Festigkeit des Baumes. Ohne diese Zellschicht aus dunkleren Zellen würde der Baum zu weich und zu schwach werden. Der Stamm könnte dem Wetter, den Stürmen, Kälte und Hitze nicht trotzen. Es liegt auf der Hand, dass es da auch wieder Ähnlichkeiten mit unserem Leben gibt. Auch bei uns gehören inneres und äußeres Wachstum zusammen. Menschen, die meinen, dass sie immer nur nach außen und nach oben wachsen können und das noch möglichst schnell und bequem, die täuschen sich. Es ist ganz normal, dass in uns drin auch die dunkleren Linien und Kreise wachsen müssen, damit wir wirklich stark werden und reifen können. Unsere dunklen, engeren Ringe umfassen die Zeiten, in denen wir uns wie ein Baum im Herbst und im Winter mit weniger zufrieden geben mussten. Da gab es vielleicht Rückschläge und Enttäuschungen, die sich niedergeschlagen haben. Und auch durchgemachte körperliche oder seelische Krankheiten hinterlassen Spuren. Aber die Zeiten, in denen wir seelisch oder geistlich eine Dürrezeit erleben mussten, die sind prägend für unser inneres Wachstum. Und so gehören äußeres und inneres Wachstum, helle und dunkle Zellen, immer zusammen. Nicht nur bei den Bäumen, sondern auch bei uns Menschen. Was waren in diesem Jahr in Ihrem Leben Erfahrungen, die sich vielleicht eher als dunkle Linien in Ihren Jahresringen niederschlagen werden, die Sie aber haben innerlich wachsen und reifen lassen? Wüstenzeiten sozusagen, Dürrezeiten in Ihrem Leben, Zeiten, wo Sie nicht mehr recht wussten, wie es für Sie weitergehen sollte. Wie gesagt, brauchen wir auch solche Zeiten im Leben, um innere Festigkeit und Stabilität zu bekommen. So wie eben auch der Baum ohne die dunklen Jahresringe nicht überlebensfähig werde. Und wenn es um das äußere und innere Wachstum geht, kann man bei den Bäumen schließlich und endlich noch eine weitere wichtige Beobachtung machen. Bäume, die wir in den Himmel wachsen sehen, zeigen ja bekanntlich nur einen Teil ihrer Wirklichkeit. Es gehört zu ihnen ein ebenso wichtiger, aber unsichtbarer Teil. Dunkel und geheimnisvoll liegen ja die Baumwurzeln in der Erde verborgen. Aus unsichtbaren Wurzeln steigt der Baum in seiner sichtbaren Form dem Licht entgegen. Jeder lebendige Baum wächst in zwei Richtungen, hinab in die Tiefe und hinauf in die Höhe. Und eigentlich sehen wir von so einem Baum immer nur die zwei Drittel, die nach oben wachsen. Aber ungefähr ein Drittel befindet sich mit den Wurzeln in der Erde. Erst die unsichtbaren Wurzeln ermöglichen den sichtbaren Stamm und die Äste, die Krone, die Zweige, die Blätter und die Früchte. Jeder Mensch, der wachsen und groß werden, der sich entfalten und wirken will, braucht die verborgenen Wurzeln in Gott. Groß zu werden, ohne tief zu werden, ist lebensgefährlich. Wer ohne Halt zu schnell nach oben wächst, der kippt bald um, wenn der Wind kräftiger bläst. Wir müssen darauf achten, dass unser Leben fest verwurzelt ist. Die Bibel sagt, wer sein Leben in Gott verwurzelt, der ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Der hat eine Kraftquelle, die nicht versiegt. In der Bibel ist im ersten Psalm von diesem Wachstum die Rede, dass einem Leben verheißen wird, das sich an Gott ausrichtet. Da heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ein Mensch, der immer wieder die Nähe Gottes sucht, wird wachsen und reifen, weil er einen festen Standpunkt, eine feste Wurzel hat. Und wer fest in Gott verwurzelt ist,
der wird auch die unterschiedlichen Zeiten seines Lebens leichter aus Gottes Hand annehmen können. Der hat nämlich immer einen festen Halt für sein Leben und eine Kraftquelle, die nicht versiegt. Wo sind unsere Lebenswurzeln zu Hause? Sind wir im Wort Gottes in seiner Liebe tief eingewurzelt? Ein Mensch an der Quelle des Lebens eingewurzelt in Gott, in seinem Wort und in seiner Gemeinde verliert dann nicht so leicht sein grünes Kleid der Hoffnung und der Zuversicht. Diese Chance sollten wir nicht verpassen. Denn unser Leben kann auch in 2021 mit Gott wie ein guter, großer Baum sein, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Gerd Otto hat diese Gedanken auch aus Psalm 1 aufgegriffen in einem kleinen Gedicht, mit dem ich schließen möchte. Ein Baum ist schön und wie ein Zeichen. Wir Menschen können Bäumen gleichen. Die Wurzeln greifen tief nach innen, um Halt im Erdreich zu gewinnen. Sie trotzen jedem Wind und Wetter und tragen Stamm, Geäst und Blätter. Wenn wir mit Gott verbunden leben, wird er uns Halt und Stärke geben. Ein Baum am Wasser kann gedeihen, hat frisches, grünes Laub zum Freuen. Es blüht und öffnet sich zum Lichte und bringt zu seiner Zeit viel Früchte. Wenn wir mit Gott verbunden leben, wird er uns Frucht und Freude geben. Ein Baum ist schön und wie ein Zeichen. Wir Menschen sollen Bäumen gleichen. Amen. Wenn ein Mensch auf Gott sein Leben baut, wenn er Tag und Nacht auf ihn vertraut, hat er Zukunft, Hoffnung, Lebenskraft, weiß bei Gott sich ganz geborgen. Er ist wie ein Baum, der am frischen Wasser steht und dessen weit gespanntes Blätterdach niemals mehr vergeht. Er wird blühen, blühen, Farben sprühen, Früchte schenken ohne Zahl. Wenn ein Mensch auf Gott sein Leben baut, wenn er Tag und Nacht auf ihn vertraut, hat er Zukunft, Hoffnung, Lebenskraft, weiß bei Gott sich ganz geborgen. Er ist wie ein Baum, der am frischen Wasser steht und dessen weit gespanntes Blätterdach niemals mehr vergeht. Er wird Leben blühen, Farben sprühen, Früchte schenken ohne Zahl. Wir wollen beten. Herr unser Gott, am Ende dieses Jahres kommen wir zu dir, um dir zurückzubringen, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Es war kein Jahr wie jedes andere. Und wir nehmen viele Fragen und Ängste mit in das kommende. Herr, wir bitten dich um Beistand in dieser schweren Zeit. Wir beten, dass diese Epidemie auch durch die Impfungen abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Sei du bei allen Erkrankten und Leidenden. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. Schenke den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die einen großen materiellen Schaden haben oder befürchten und deren Existenz auf dem Spiel steht. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden haben, der bei ihnen ist. Hilf uns und allen Verantwortlichen in der Politik, dass das Leid der sich auf der Flucht befindlichen Menschen und das der Menschen in Kriegs- und Krisengebieten nicht in Vergessenheit gerät. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten
so schnell übersehen. Guter Gott, dir vertrauen wir uns und deine ganze Welt an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen, wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.